Schnee in Bad Kleinkirchheim? Kein Problem, im 5-Sterne-Thermenhotel Ronacher gibt's so genug zu erleben. Davon überzeugt sich auch die Schauspielerin Gabi Dohm und genießt mit uns heute unter anderem Hirschcarpaccio mit Pinolien und Gemüse von Zwei-Hauben-Koch Michael Oberrauter. Liebe Frau Dohm, ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns sind. Ich weiß, dass Sie viel beschäftigt sind und von einem Engagement so in das andere nahtlos hinübergleiten. Ja. Sie wollten ja als 17-Jährige anfangs nicht in die Fußstapfen des Vaters treten, der ja Schauspieler war, sondern Sie wollten Kinderbuchillustratorin werden. Mhm. Wieso dieses? Ja, weil ich als Kind sehr gerne Bücher und Märchen gelesen habe und es gab so wenig Zeichnungen damals noch. Und dann habe ich meine Zeichnung eingereicht in der Akademie und war ein bisschen zu jung, musste ein Jahr warten. Und dann habe ich gedacht, ich will da nicht so rumsitzen, also nehme ich doch mal Schauspielunterricht. Und da bin ich da so reingeschlittert, aber ich wollte es wirklich nicht werden. Das Münchner Residenztheater, da natürlich große Erfolge gefeiert als Marie in Bolzek, glaube ich. Ja, das habe ich sehr gerne gespielt, Bolzek und was ihr wollt. Ja. Und auch unter Ingmar Bergman. Wie war es denn, mit ihm zu arbeiten? Ja, das war natürlich sehr schön, weil er einem sehr viel Freiheit ließ und weil er doch ein gutes Gespür für Frauen hat. Außerdem ist er ein sehr humorvoller Mensch. Man denkt ja immer, die finsteren Filme, er wäre auch als Mensch so, das, was überhaupt nicht stimmt. Er ist sehr humorvoll. Sie sind auch ein Fan der österreichischen Küche. Absolut, natürlich. Ich liebe österreichische Küche. Ja, als nächstes gibt es bei uns ein gebratenes Medaillon von Seeteufel. Also wir haben da mal Risotto. Und damit das auch noch Karotten schmeckt, haben wir da so einen Karottenmark selber gemacht. Und das geben wir das jetzt einfach zum Risotto dazu. Da nehmen wir die Seeteufel. Seeteufel, man sieht es gut, hat ein weißes, sehr festes Fleisch. Ja. Und hat den Vorteil, dass er keine Gräten hat, oder? Ja, weil er ist ein Knorpelfisch. Das heißt, man löst die Filets vom Knorpel schön links und rechts weg und kann das natürlich sehr schön verarbeiten. Was ist das? Das ist so eine Mehl-Brösel-Mischung, das er einfach nicht auf der Hautseiten dick, ja, und es gibt ein bisschen knusprigen Geschmack. Jetzt das grüne Gemüse, Jungzwiebel, Stangensellerie, Zuckererbsenschoten, grüne Bohnen und Zucchini. Ja, jetzt kommt beim Risotto, kommt jetzt noch ein bisschen geriebener Parmesan dazu. Und man sieht schon, es wird schon schön cremig. Ja. Gut, beim Fisch muss man darauf achten, dass beim er nicht Fisch überbrät. Sollte man aufpassen, dass es nicht so rasch brät, gell, weil nachher kriegt er erst einmal zu dunkle Farbe und das kann auch passieren, wenn er zu lang und zu heiß, dass er trocken wird. Gell? Sind doch relativ dick jetzt. Da kann ich mir sicher sein, dass da trotzdem durch ist. Man spürt, wenn man das ein bisschen antippt, gell, das hat ein bisschen so einen elastischen Touch, gell, und da weiß man, dass innen drin schön saftig ist. So, bitteschön. Oh, jetzt weiß ich, warum das mein absolutes Lieblingshotel ist. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Ist das nicht ein Gemälde? Wunderschön. In Ihrer Zeit in München haben Sie auch sehr viele Auszeichnungen bekommen, aber wirklich einem Millionenpublikum sind Sie erst dann durch die Schwarzwaldklinik bekannt geworden. Ja. Aber ich nehme an, das war auch eine große Bürde, oder? Ja, weil ich eigentlich lieber unerkannt durch die Gegend gehen möchte und nicht damit gerechnet habe, dass das so ein Erfolg ist. Sie haben sehr viele Auszeichnungen von der Goldenen Kamera über die Romy zum Beispiel, die haben Sie schon bekommen. Was für schauspielerische Ziele haben Sie noch? Ich hoffe, dass es mal einen ausgeflippten jungen Regisseur gibt, der sich irgendwas Verrücktes mit mir ausdenkt. Aber irgendwo habe ich immer das Gefühl, es wird nicht so wahrgenommen. Sie wollen halt einfach immer das Lächeln von der Schwarzwaldklinik haben. Oh. Ja, es ist so. Dann würde ich sagen, stoßen wir an auf die Zukunft und auf alles, was Sie bringen mögen. Danke. Zum Wohl. Wellness und Nachspeisen, Herr Oberrauter, das sind ja so zwei Dinge, die gar nicht zusammen wollen. Wie stellen Sie sich diesem Problem? Wie sagt Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Und wenn man ab und zu sich ein Gusterle macht zum Genießen, dann ist es eher nicht schlecht. Dann passt ja dieses Dessert ausgezeichnet. Was machen wir denn? Ja, wir machen jetzt ein pochiertes Rotweinabfall mit Zwergorangenkompott und weißem Schokolademus. Wunderbar, gehen wir's an. Also fürs Rotweinabfall, da habe ich schon einmal ein bisschen Rotwein aufgestellt. Da geben wir schon ein bisschen Zimtstange dazu. Dann ein bisschen Nelken. Dann tun wir den Apfel, den nehmen wir da hinein. Ja, man lässt das jetzt ca. 20 Minuten leicht, leicht ballen, gell? Und dann stellt man es auf die Seite und dann lässt man es ein bisschen ziehen. Dann gehe ich jetzt Wellen essen in der Zwischenzeit. Ja. Für das Zwergorangenkompott löschen wir karamellisierten Zucker mit Weißwein ab, geben die entkernten Zwergorangen dazu und gießen mit Orangensaft auf. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen köcheln, ja, sodass man spürt, dass sie weich werden.
In der Zwischenzeit. Gehen wir wieder Wellen essen, gell? Und dann können wir das schon langsam anrichten. Wunderbar. Dass sich jetzt auch die Frau Ronacher zu uns gesetzt hat. Also wir haben wirklich jetzt unser Wellness-Erlebnis genießen können. Schön. Frau Ronacher, das Thermenhotel ist ja aus einem ganz bestimmten Grund an diesem Flecken. Warum? Mhm. Sie haben ja das Kirchhall sicher hinterm Haus gesehen. Bis vor 100 Jahren wurde in dem Kirchhall drinnen die Wannenbäder gemacht und drüber war die Messe. Und hier im Hotel hat man dann sich vergnügt und getrunken. Es ist eine wunderschön großzügig angelegte Wellness-Oase. Ja, es ist uns ganz wichtig, dass jeder seinen Platzerl hat. Und 160 Gäste können sich hier an 5 Thermalbädern und 4000 Quadratmeter Wellness erfreuen. Sie sind ja Stammgast hier sozusagen. Ja. Sie kommen aber nicht nur hierher nach Österreich, um zu entspannen, sondern auch jetzt bald wieder für neue Arbeiten, für ein neues Projekt. Ja. Was kann man denn schon verraten? Ja, im Mai werde ich mit Maximilian Schell in Salzburg drehen. Bin ich sehr glücklich in meiner Geburtsstadt. Ja. Dann bedanke ich mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute mit uns hier zu essen und hier ein bisschen auszuspannen. Und vielen Dank, dass wir Gast sein durften. Bitte schön, es hat mich sehr gefreut. Danke. You're feeling happy now.